Hallo auf meinem Ingenieurskanal. Heute die ukrainische neue Kamikaze-Drohne mit Strahltriebwerk. Was davon zu halten ist, erfahren Sie bei mir, wie sinnvoll die ganzen Sachen sind. Wir leben in einer technischen Welt und dann kommen irgendwelche Leute mit, ich beispielsweise Kohlephase und so weiter, ist so ein klassisches Beispiel, das ist ganz geil. Und gewisse Sachen werden dann so als Silver Bullet, sagen die Amis, also so als Königsweg dann gepriesen und überhaupt nicht wissend, was die Nachteile sind. Und das werde ich Ihnen jetzt erzählen, warum das Konzept quasi schon jetzt gescheitert ist. Aber, naja gut, aber wir werden sehen. Ich zeige es Ihnen. So. Und zwar die Bild-Zeitung, beziehungsweise Bild, der Herr. Journalist erklärt uns Technik und ist ganz begeistert. Entschuldigung, aber da bin ich verrückt. Trotz musste natürlich der Flugverkehr unterbrochen werden, damit die Flugabwehr eben auf die ukrainischen Drohnen schießt und nicht auf die ankommenden zivilen Flugzeuge aus Moskau und anderen Städten. Das also heute Morgen die Lage in St. Petersburg, zum ersten Mal ukrainischer Drohnenangriff. Warum passiert das? Das verstehe ich nicht. Also die Ukrainer haben schon mehrfach, haben vor 14 Tagen, vor drei Wochen, irgendwo östlich der Ukraine, mitten in ein Stadtzentrum, in den Weihnachtsmarkt reingeschossen. Also dass das das erste Mal ist, das stimmt nicht, lieber Herr. Aber das ist jetzt was anderes. Das stimmt nicht. Eben nicht das bekommen, was sie eigentlich bräuchten von uns, um den Krieg gegen Russland in der Ukraine zu gewinnen. Und das auch hier ist natürlich Quatsch, aber das ist wieder was anderes, weil wir ja selbst nur für 14 Tage Munition haben. Wie wollen wir noch was abgeben? Da ist ja eh schon alles weg. Und hier sieht man aber die Drohne, die steht hier auf so einem Fahrwerk. Das wird dann abgeworfen nach dem Start, was sinnvolle Geschichte ist. Und die sehen wir gleich besser. Weiter geht's. So. Deshalb werden sie, wie soll man sagen, innovativ. Sie werden erfinderisch und sie erfinden immer neue eigene Waffen, mit denen sie Russland eben so bekämpfen, wie sie es für möglich halten und wie sie es für notwendig halten, um eben Russland, der Regierung, dem Regime und auch dem russischen Volk klarzumachen, diesen Krieg hier, den führt ihr nicht nur bei uns, sondern den führen wir auch aufgrund eures Angriffes bei euch. Hier haben wir ganz neue Aufnahmen von der ersten mit einem Strahltriebwerk betriebenen Kamikaze-Drohne, die aktuell in der Ukraine getestet wird. Die sind von gestern und wir sehen hier den ersten öffentlichen Start eben dieser Kamikaze-Drohne, die anders als die Drohnen, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, eben nicht mit Propeller angetrieben wird, sondern mit einem Strahltriebwerk. Das heißt mit einem Düsentriebwerk, mit einem Jettriebwerk, wie es auf Englisch heißt. Und hier sehen wir jetzt noch mal ganz kurz, wie diese Drohne aussieht. Die ganzen Aufnahmen ein bisschen amateurhaft, aber das ist wie gesagt Marke Eigenbau. Insofern, hier können wir es ganz gut sehen. Das ist ein Entenkonzept, wie Sie sehen. Hinten die Tragfläche, vorne der Vorflügel, das nennt sich Ente. Hat man vor 30 oder 40 Jahren zu meiner Studienzeit sehr modern von Bert Rutan hat die gebaut. Ist mittlerweile komplett weg, aber für ein Spezialkonzept könnte sie praktisch sein, aber so wie die konstruiert ist, ist er nicht richtig konstruiert, weil der Auftriebsanstieg des Vorflügels muss eigentlich höher sein als der des... Der Auftriebsanstieg des vorderen Flügels muss höher sein als der des hinteren Flügels, sonst wird das Ding instabil weiter. Die erste jetgetriebene Kamikaze-Drohne der Ukraine sein, die bisher nur als Prototyp vorliegt, aber eben bald in Massen hergestellt werden soll. Und wir sehen jetzt eben die Flugmanöver dieser Drohne, die ist also ziemlich unglaublich, wie die nach oben und unten fliegen kann, also die Manövrierfähigkeit. Jetzt sehen wir sie hier. Also tatsächlich vertikaler Flug und ein Looping dann oben, die ist wohl relativ gut. Bisher sind es Propeller, die die Drohnen antreiben in Richtung Russland. Bald sollen es eben jetzt Düsentriebwerke sein. Am Ende sehen wir noch kurz, wie die Drohne am Boden aussieht. Hier nämlich ganz gut zu sehen. Ja, gut, das war es ja eigentlich schon. So, da sehen wir die Drohne. Also erstmal die lustige Bemerkung, unglaubliche Flugmanöver. Wenn der sich mal Flugmodelle angeschaut hätte, wie beispielsweise der Nachbau einer russischen Sukhoi 35, die als Flugmodelle gebaut werden, mit Jettriebwerk auf Flugtagen,
Das sind unglaubliche Manöver. Was der da gemacht hat, ein paar Loopings und so weiter, das ist gar nichts, ist das. Ja, ist schon mal lächerlich, aber hier haben wir jetzt erstmal das Gerät und hier sieht man das. So, hier sehen wir ein Gerät mit ungefähr, naja gut, das sind 2 Meter Spannweite, Kanarflügel, der müsste eigentlich anders konstruiert sein, habe ich ja gerade gesagt. Und hier ist ein Jettriebwerk und die sitzt hier sinnvollerweise, wie man sieht, auch auf einem abwerfbaren Fahrwerk. Was Fahrwerk hat sehr viel Widerstand, deswegen ist das gut, das ist vernünftig. Und hier hinten ist scheinbar noch einmal ein zusätzliches Höhenleitwerk drauf, damit das Ding, das Ding ist nämlich nicht stabil geflogen, da mussten sie noch ein Leitwerk draufhängen. Das sieht man auch, das ist nachträglich angepasst. Also das ist keine reine Ende, sondern 3. Und hinten ist das Strahltriebwerk drin. Oder? Ich glaube, wenn wir laufen lassen. Das sind also keine 6 Meter Spannweite, sondern vielleicht 2,50 Meter, wenn das hochkommt. Aber wir sehen natürlich auch die Hilfsflügel hier vorne nochmal, um das Ganze noch besser zu stabilisieren. Und diese Drohnen jetzt, wie gesagt, in der Erprobung noch. Wir haben aber gesehen in der Ukraine, dass es wirklich extrem schnell geht und dass wir auch teilweise als Öffentlichkeit immer erst Wochen oder Monate später die Information kriegen, dass es Prototypen gibt, die eigentlich Und da hat er Strahltriebwerk hinten dran. So, jetzt haben wir das. Und wo ist der Vorteil und wo ist der Nachteil eines Strahltriebwerks? Also, das Ding hat ja, wie Sie sehen, letztendlich quasi gerade Tragflächen. Und ein Strahltriebwerk hat mehrere Vorteile, mehrere Nachteile. Strahltriebwerk baut leicht. So ein Motor, den die Russen da hinten drauf haben, so ein Moped-Motor, der ist schwer. Aber jetzt kommt was anderes. Jetzt kommt der sogenannte Vortriebswirkungsgrad bzw. das sogenannte Nebenstromverhältnis. Das muss man halt wissen. Das habe ich jetzt hier. Fangen wir mal hier an. Da haben wir das hier. Nebenstromverhältnis Wikipedia. Und zwar habe ich, wenn ich ein normales Triebwerk baue, hier in der Mitte den sogenannten Core und außenrum leite ich Luft, die überhaupt nicht durch die Turbine durchgeht. Das ist quasi wie ein Propeller. So ähnlich. So kann man das sagen. Die ist wie ein Propeller. Mittlerweile hat man hier tatsächlich sogar innen drin noch ein Getriebe. Das haben sie sich lange nicht getraut. Damit sind die Dinger sehr effizient geworden. Und sie haben, wenn sie eine vollgeladene Passagiermaschine haben, einen Verbrauch von, glaube ich, 3,2 bis 3,5 Kilogramm oder Liter, jetzt weiß ich es nicht mehr, Kerosin pro Person und 100 Kilometer. Also knapp über 3. Ich glaube 3 Liter, 3,5 Liter pro 100 Kilometer. Das ist schon nicht schlecht mittlerweile. Also so ein Riesenschiff, so ein Riesenpott, 3,5 Liter. Also da hat sich in der letzten Zeit sehr, 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 sehr viel getan. Vorteil ist übrigens noch, diese Mantelstrom, werden die Triebwerke leiser. Das ist nochmal, weil der den lauten Strahl ummantelt. So. Und jetzt gibt es den sogenannten Vortriebswirkungsgrad. Und das ist das, weswegen auch die 737 MAX auch abgestürzt ist. War mit der Grund, weil vorne der sogenannte Fan immer größer ist. Die haben dann Nebenstromverhältnisse von mittlerweile, glaube ich, 12 zu 1. Das bedeutet, 12 mal so viel Luft geht um das Kerntriebwerk rum, wie durchgeht. In der Mitte durchs Antrieb. Also außen, das ist quasi nur Propeller. Jetzt brauche ich eine ganz große Fläche. Warum brauche ich die? Das ist ein bisschen schwierig, da muss man überlegen, das ist so, ein Triebwerk wird umso effizienter, je größer die Fläche ist und desto weniger ich die Strömung beschleunige in der Mitte. Ja? Also ich versuche möglichst eine möglichst unendlich große Fläche zu machen, aber mit die beschleunige ich das Flugzeug nur um ein ganz klein wenig und dann hätte ich 100% Vortriebswirkungsgrad, was nicht geht, was natürlich auch andere Grenzen hat, weil die Spitzen vom Propeller oder von diesen Fans vorne, wenn wir uns die A400 angucken, die hat ja auch Propeller, ich meine, die sind ja nicht doof, dass die gemacht haben, die sind aber nach hinten gebogen, damit die dann nicht so schnell, damit die nicht in den Überschall reingehen. Deswegen sind die Propelloren der A400M nach hinten gebogen, weil das weg, das machen wir auch nochmal, weil die Anströmgeschwindigkeit nur senkrecht, deswegen gibt es auch Pfeilung bei Überschalljägern. Die haben deswegen eine Pfeile, die haben tatsächlich eine Unterschallanströmung der Tragfläche, weil durch diese Pfeilung, weil nur da muss ich vektoriell zerlegen, die Sache. So,
Aber hier haben wir das, ich brauche eine möglichst große Fläche und bei der 737 Max wurde ein neues Triebwerk eingebaut und da muss eigentlich das Fahrwerk höher werden. Das hat man dann mehr reingepackt, also hat man das Triebwerk vor die Tragfläche gelegt und dann wurde das Flugzeug instabil. Ja, man hätte das Leitwerk vergrößern müssen oder was auch immer, hat man nicht gemacht. Da waren und dann sind zwei Flugzeuge hintereinander runtergekommen mit Hunderten von Toten. So, und jetzt ist es halt so, wenn ich so ein Triebwerk habe, was ich hier beispielsweise, habe ich hier ein anderes Beispiel. Das ist hier so ein Jet-Triebwerk. Man hat ein Jet-Triebwerk eingebaut in ein Segelflugzeug als zum Start, hier zum Starten. Das ist hier, sehen Sie das? Da hat man das da hinten drauf gemacht und der Vorteil von so einem Jet-Triebwerk, da sieht man es ganz klein. Der Vorteil, das ist ziemlich klein und ziemlich leicht. Ja, und das kann man dann da oben noch reinbringen. Und ja, das ist der Vorteil von der Turbine. Also deswegen hat auch der eine amerikanische Panzer da eine Turbine drin, glaube ich. Der ist ganz leicht, der wiegt nichts. Und der Leo hat einen V12er MTU-Motor drin und das Ding hat so, und die Turbine da vom amerikanischen Panzer, der alle 60 Meilen liegen bleibt, der hat eine Gasturbine drin. Und jetzt kommt der ganz große Nachteil von so einer Gasturbine. Wenn die nicht im optimalen Betriebspunkt läuft, braucht die unfassbar viel Spaß. Gut, einmal ein Ding ist das, dass die eben diesen schlechten Vortriebswirkungsgrad hat, was man hier sieht. Die hat ja eine ganz geringe Fläche. Damit ist der Vortriebswirkungsgrad sehr schlecht. Und damit benötigt eine Gasturbine einfach in diesen Größenordnungen sehr, sehr viel Sprit. Was noch dazu kommt, ist so, ich hatte Ihnen das ja vorhin gezeigt, mit dem Nebenstromverhältnis, hier sehen wir ein echtes Triebwerk, hier Pratt & Whitney, hier sieht man diese Fans außen. So, jetzt haben wir hier ein Nebenstromtriebwerk und jetzt, wenn wir jetzt mal in dieses Triebwerk hier reingehen, wenn ich jetzt ein großes Triebwerk habe für einen großen Jet, also für 747 oder sowas, dann habe ich hier noch ganz... Da sind die wahrscheinlich noch die kleinen Dinge, die kleinen Blätter sind vielleicht noch so lang, 3, 4, 5 Zentimeter. Wenn ich jetzt aber ein kleines Triebwerk habe, dann funktioniert das alles nicht mehr, die werden nur so klein. Deswegen geht gerade bei kleinen Jet-Triebwerken das mit dem Nebenstromverhältnis geht überhaupt nicht richtig, weil dann die sogenannte Reynolds-Zahl zuschlägt. Dann kriege ich keine vernünftige Durchströmung des Triebwerks mehr und dann klappt die ganze Sache nicht mehr. Deswegen ist eben Jet-Triebwerk gerade für kleine Triebwerke ziemlich mies. Eben aus den Gründen, einmal intern kann ich kein großes Nebenstromverhältnis machen, weil einfach die Reynolds-Zahlen mir zu klein ist. Das ist so eine aerodynamische Kennzahl, ist das. Wenn einfach die lang sind da die Blätter und so, das klappt nicht, weil sie dann nur noch Grenzschicht haben und sonst nichts. Und eben hinten der Vortriebswirkungsgrad ist auch, oder wenn ich da einen Propeller, da gibt es auch Propellerturbinen, das ist was anderes, da habe ich eine Turbine und treibe damit einen Propeller an. Ich glaube, das ist auch, das hat der A400M, der hat tatsächlich eine Turbine eingebaut, aber um den Vortriebswirkungsgrad zu erhöhen, hat er da vorne keine Schaufel, sondern tatsächlich einen Propeller dran gebracht. Das geht, weil da brauche ich ein Getriebe, was übrigens auf der einen Seite immer kaputt gegangen ist beim A400M, aber auf der anderen Seite nicht, da haben sie irgendwie falsch, immer Blödsinn gebaut. Weil die müssen nämlich immer, die bauen natürlich dieselben Turbinen ein, die in derselben Richtung drehen, und dann müssen sie aber beim anderen Propeller müssen sie die Drehrichtung umkehren und das ist da irgendwie scheinbar schief gegangen. Irgendwie so war das. So. Und ja, sonst kriegen sie nämlich mit den Corioliskräften etwas Probleme, weil so Propeller sind noch ziemlich groß. Da gab es im Zweiten Weltkrieg oder im Ersten Weltkrieg so ein Ding mit so einem riesen Propeller und der konnte nur in der einen Richtung konnte der wenden, in der anderen Richtung konnte überhaupt nicht kreisen, weil durch diese Kreiselkräfte wurde der. Egal. So. Auch noch so Dinge wie den Nachteil von den großen Propellern. Und jetzt haben wir eben das. Und deswegen haben wir hier beispielsweise den Jet-Triebwerk Zukunftsvision. Und da wollen Sie jetzt Elektroantrieb, weil mit diesem Jet-Triebwerk ist das Segelflugzeug überhaupt nicht eigenstartfähig. Also normalerweise baue ich so Hilfstriebwerk drauf, wie beispielsweise auf einem kleinen Taurus, müssen Sie mal gucken, von Pipistrel. Da wird in Tschechien, glaube ich, gebaut oder da oben, ich glaube Tschechien wird er gebaut. Die sind eigenstartfähig. Der hat sogar ein Segelflugzeug mit zwei Rädern. Mein Freund hat nämlich eins. Und da sitzt dann oben so ein Rotax-Motor drauf mit einem großen Prop und das Ding ist tatsächlich eigenstartfähig. So, aber der hat nur bei diesen niedrigen Geschwindigkeiten hat er überhaupt keinen Schub und dann hat er keinen richtigen Schub und deswegen kommt er überhaupt nicht mit dem Ding vom Boden weg. Das ist das Blöde bei der ganzen Geschichte. Und was wir hier lesen, für 100 Kilometer Reichweite benötigt die Turbine 16 Kilogramm Kerosin bei einem Trockengewicht von 15 Kilo. Also die Turbine wiegt zwar nichts, aber
pro 100 Kilometer 16 Kilo Kerosin ist schon was. So ein 100 Kilometer, so ein Rodax wird die Hälfte oder Drittel brauchen. Aber das, weil, ja, das ist das Problem. Und deswegen ist von dieser lustigen Turbinendrohne der Ukrainer nicht wirklich viel zu halten. Das sieht zwar hier mal ganz cool aus, aber wenn die da durch die Gegend schicken wollen, die so, dann braucht die so viel Sprit, den kriegen sie dann überhaupt nicht unter. Und von dieser Seite taucht das nichts, deswegen macht man da lieber einen Propeller hinten dran. Das ist eigentlich, das war's eigentlich. Und das noch, also ist noch was. Eine Turbine wird umso besser, je schneller man fliegt. Das ist der Trick bei der ganzen Geschichte. Ja, und wenn Sie natürlich mit so einer Kamikaze-Drohne, wenn Sie da mit 800 oder 900 Stundenkilometer fliegen würden, dann würde so ein Ding Sinn machen, weil die dann tatsächlich besser werden. Und warum geht das bei dem Ding nicht? Das ist eine ganz einfache Geschichte. Gehen wir mal hier ein Stück zurück. Mal gucken wir mal hier, haben wir das hier? Nee, da ist es, da haben wir sie. Warum geht das nicht? Der hat nämlich gerade Tragflächen. Das ist, um viel zu wiegen, brauche ich gerade Tragflächen, um viel zu tragen. Und die verhindern wieder das schnell Fliegen. Von dieser Seite ist für ein Flugzeug mit einer geraden Tragfläche, wie man es hier hat, ist eben mit geraden Tragfläche, wie man es hier hat, ist eben Propellerantrieb besser. Zumal das Fahrwerk ja sowieso wegwirft. Das ist ja, da kann ich ja ein Stück höher bauen, da habe ich hinten einen großen Prop drauf, das ist genial. Das Ding ist sowieso, ist sowieso Kamikaze, der landet sowieso irgendwo da. Und für ein Flugzeug mit Pfeilung, mit einer starken Pfeilung, da kann ich dann, weil ich damit schneller fliegen kann und da wird das schneller. Von dieser Seite so viel zum Thema, die neue Kamikaze-Drohne der Ukrainer. Der Typ hat keine Ahnung. Und was man eben hier auch sieht, was mir jetzt gerade bei dem Ding, eben, was ich vorhin schon gesagt habe, der hatte Längsstabilitätsprobleme, weil normalerweise ist das eine reine Endenkonfiguration, habe ich da vorne die Tragfläche, die Haupttragfläche und da vorne den Kanar, den Entenflügel. Und dann ist dann hinten nochmal komischerweise so ein Ding da hinten drauf gekommen, was eher unüblich und das ist auch irgendwie festgenietet, wenn man da genau hinguckt. Das ist dann nachträglich hingekommen, weil offensichtlich die Längsstabilität nicht gereicht hat. Weil, und hier hat man ja so komisches Profil, also das müsste eigentlich, normalerweise muss beim Entenflügel, dass der vernünftig fliegt, vorne höhere, also muss er viel höhere Streckung fahren, aber lassen wir mal, der das Ding gebaut hat, hat keine Ahnung, also Modellflieger weiß das. Und Sie können ja mal suchen nach Jettriebwerk, habe ich jetzt nicht gemacht, Sukhoi 35, irgendein Deutscher fliegt das Ding, was die Original-Sukhoi sind schon gut, aber die Modelle, der fliegt dann tatsächlich mit Schub, der hat tatsächlich auch ein Jettriebwerk drin, der fliegt mit Schubvektorsteuerung dann auch noch, also da wo man hinten, das braucht man nicht bei einer Turbine, bei einer Drohne nicht, aber wenn Sie sich das einmal angucken, das glauben Sie, da sind die Grenzen, da glauben Sie, da existiert keine Physik mehr, so fliegen die mit den Flugmodellen durch die Gegend. Aber das war halt ein Looping und so weiter, das kriegen Sie mit jedem normalen Ding hin, aber zusammengefasst, hier Jettriebwerk, ist alles nur Propaganda, bringt gar nichts. In diesem Sinne, euer Ingenieurskanal, danke fürs Zuhören.